Howdy Partners und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall hier schon gut mal vorgelegt. Wir haben eine ganze Folge lang gesucht nach einem neuen Zuhause. Haben es immer noch nicht gefunden, denn das werden wir jetzt erst bauen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal den Grundstein gelegt und können dann jetzt hier anfangen quasi so. Nein, so nicht. So. Uns ein Steinschwert zu basteln, um das Holzschwert abzulösen, nehmen wir Steinschwert, so. Oder wir können auch das Holzschwert erst aufbrauchen, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier so uns endlich mal eine Schippe basteln. Zwei Schippen. Wobei wir wahrscheinlich wieder eine aus Dingens haben werden, aus Eisen. Bevor wir überhaupt irgendwas hier und so, ihr wisst ja, was ich meine. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, von was ich rede, aber ist egal, mir ist es auch egal, weil ich mache jetzt einfach hier und ihr werdet dann schon sehen, was ich hier überhaupt vorhabe. So, wir haben auf jeden Fall hier unseren Rückzugsort. Und wir bauen uns noch eine Tür. Wie gesagt, Dach brauchen wir nicht, hübsch sein muss es jetzt auch nicht, weil das wird jetzt unser Haus, unser Bunker. Den wir vielleicht mal noch absichern sollten hier. Bevor die Monster kommen. Und wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, aus was wir unser Haus denn bauen wollen. Ich habe eigentlich gedacht, so, wenn es wieder aus. Wow. Wenn es wieder aus. Aus Steinen und so wird, dann wäre das nicht so geil. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Holz brauchen. Deswegen springen wir hier an den Baum. Und farmen Holz. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Holz ist immer praktisch. Holz brauchen wir ja quasi für alles. Und das wird uns, glaube ich, auch nie ausgehen. Außer ich mache das wieder so wie in der letzten Season. Und mache die Setzlinge nicht mehr neu hin. Was dann ein bisschen fatal enden könnte. So, auf jeden Fall werden wir jetzt hier weiter Holz farmen. Und ja, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Themenvorschläge zukommen lasst, da ich halt in Minecraft nicht nur über Minecraft reden will oder über das, was ich gerade mache, sondern halt auch bestimmte Themen ansprechen möchte, die euch vielleicht interessieren, die vielleicht auch mich interessieren. Und ja, wäre auf jeden Fall bestimmt ganz lustig, aber da, wie gesagt, bin ich auf die Community, also quasi euch angewiesen. Und da müsst ihr mir dann natürlich ein bisschen helfen. So, viel Holz haben wir jetzt nicht, aber es dürfte erstmal reichen, um den Grundstein zu legen. Obwohl ich jetzt so noch gar keine genaue Vorstellung habe, was genau ich denn hier machen möchte. Das ist die Frage, weil die Sache ist ja immer, ich fange immer irgendwas an und der Rest ergibt sich dann. Ich muss immer irgendwas bauen und am Anfang sieht es wahrscheinlich noch kacke aus, weil ihr habt das, glaube ich, gesehen, in Season 1 habe ich ja auch mehr oder weniger die halbe Hütte dann wieder abgerissen, weil ich es einfach kacke fand. Ich will da dran bauen. Ich will da irgendwas bauen. Vom Berg aus. Ich habe einen Plan. Nicht. Nein, Quatsch. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine neue Axt. So. Eine neue Axt. Nehmen das hier alles mal mit. Das ganze Holz natürlich auch. Das reißen wir jetzt hier alles ab. Man könnte es auch niederbrennen, aber ich muss ehrlich sagen, es ist zu schade um das Holz. Da es ja gerade am Anfang noch Mangelware ist. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal alles abbauen. Das ganze Holz. Bei dieser spannenden Musik. Special Holzabbau Action Movie Dingens. So, die Tür nehmen wir auch mit. Und auch das Bett. Und dann werden wir uns dort zu diesem Berg doch rüber begeben. Ich muss ehrlich sagen, ich will an diesem Berg bauen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, es wird jetzt kein Haus, was jetzt nur im Berg drin ist. Es soll ja nach außen hin auch geil aussehen. Da werden wir zwar natürlich viel Zeit damit verbringen, diesen Berg abzubauen.
Aber ich habe es im Gefühl, dass es trotzdem episch wird. Deswegen klettern wir... Mann! Wir klettern den Berg. Wir klettern den Berg hier hoch. So, jetzt haben wir's. Wow, ein Schnee. Einer. Aber es ist okay. So. Wow. Hier geht's aber tief runter. Da müssen wir uns auf jeden Fall überlegen, wo wir den Eingang machen, Ausgang. Hier haben wir auch ein paar Bäume mehr. Und ich denke mal doch, dass es hier in der Mitte, quasi hier so, schon richtig geil werden könnte. Da schwöre ich auf meine Karotten. Die geklauten. So, und dann können wir quasi anfangen hier. Ja, das war jetzt sehr schlau von mir. So. Quasi können wir hier dann so anfangen, Holz zu verlegen. So. Dann müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ist eine gute Zahl. Denn kommen hier nämlich Stützbalken hin. So. So. Müssen wir mal gucken, wie hoch wir das machen am besten. Müssen wir hier das noch wegreißen? 2, 3, 4. Genau. Und dann können wir unser Haus quasi beliebig nach außen erweitern. Wobei ich ja da gerne anfangen möchte. Mit der Erweiterung. Dafür werden wir wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge Holz jetzt brauchen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das jetzt machen. Oder mal, wie machen wir das denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 machen wir das. 9 müssten reichen. Dann ist das genauso knapp über dem Wasser und dann passt das. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Holz brauchen. Auf jeden Fall. Menge Holz. Ich habe das auch im Gefühl... Nee, so ist richtig. Dass es doch wieder darauf hinauslaufen wird, dass wir dafür Stein benutzen. Obwohl ich da jetzt nicht so erfreut drüber bin. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir eine Alternative. Am liebsten wäre mir ja Netherquarz. Also so Quarzstein. Die sehen wirklich einfach mal Hammer aus. Aber das Problem ist, da müssten wir in Nether. Und ihr wisst, im Nether bin ich... ja, innerhalb von einer Folge, wie oft bin ich gestorben? Dreimal? Zweimal? War auf jeden Fall nicht sehr geil. So. Also ihr seht schon auf jeden Fall, ich fange an bei dem Haus ziemlich weit oben, unten, vorne, hinten, falsch. Auf jeden Fall anders als andere. So, haben wir das. Dann kommen hier quasi dann so Zäune drumrum und dann können wir uns hier quasi schon mal um die Säulen kümmern. Die weiß ich aber noch nicht aus. Was machen wir denn? Wollen wir da Zäune nehmen? Nee, Zäune sind zu lasch. Oder Stein? Stein ist wieder ein bisschen zu anders. Tja, das ist alles so ein bisschen schwierig hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen, glaube ich, dann Zäune oder so. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall hier dann erstmal ordentlich Berg abbauen können. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges vor uns. So, dann stellen wir hier mal die Werkbank hin. So, hier so. Hier kommt ja dann eh der Zaun hin. Wir brauchen dann... Wo ist denn unser... Ach, hier. Ich wollte schon sagen. Ich habe schon Angst gekriegt. Wir werden hier jetzt erstmal ein bisschen abbauen. Weil quasi hier wird ja dann unser Häuschen hinkommen. Hier kommt dann der Stein weg. Quasi, dass dann hier die Wand reinkommt. Vielleicht machen wir das Ganze nach da noch ein bisschen breiter und nach da. Und dann wird das schon. Aber da schauen wir erstmal. Und jetzt wird die Musik auch ein bisschen entspannter. Ich muss auch sagen, ich bin irre aufgedreht gewesen. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich entspannt. Durch diese äußerst entspannte Musik von Royal Free. Das Lied heißt Isolated. Und wie gesagt, Link zu der Musik, wie immer, in der Videobeschreibung. Schaut auf. Enderman.
Schaut da öfters mal rein in die Videobeschreibung, auch bei Facebook und so, weil eben da die Infos sind. Ich mache das nicht, um irgendwie Likes zu kriegen, das ist mir eigentlich völlig Hupe. Aber ich habe halt festgestellt, dass mich auch viele abonniert haben, weil ich eine Zeit lang keine Videos mehr hochgeladen habe. Fand ich ehrlich gesagt nicht so schön. Und also mir sind die Abos jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Mir geht es mehr darum, dass ich halt so viele Menschen wie möglich mit meinen Videos erreiche. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich halt, ich mache das hier gerne. Mir ist das egal. Ich meine, ich kriege da jetzt kein Geld für oder so. Aber ich finde es einfach schön, wenn ich hier so meine Videos mit euch teilen kann. Weil ich möchte euch unterhalten, ich habe selber Spaß an der Sache und ja, deswegen. Und ich würde mich halt freuen, wenn halt noch mehr Zuschauer diese Videos sehen, wenn sie euch dann interessieren. Das ist natürlich immer so eine Sache, ob das Interesse da vorhanden ist. Deswegen bin ich auch immer für Feedback offen, was man so besser machen kann. Das ist ja immer so eine Frage für sich. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir Nachrichten, schreibt einfach schreibt. Von mir schreibt mir einen Brief. Und sagt mir, was ich besser machen kann, was findet ihr scheiße, was findet ihr toll und warum ist die Banane krumm und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, hier bei Nacht zu bauen. Vielleicht kommt ja ein Creeper um die Ecke. Ich hoffe doch mal nicht. Nein, Quatsch. Vielleicht kommt ja ein Creeper um die Ecke. Nein, das brauchen wir gar nicht. Und nimmt uns ein bisschen beim Abbauen ab. So an Arbeit. Das wäre in Ordnung. Jetzt dürfen sie kommen, die Creeper. Jetzt dürfen sie. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Wie gesagt, das wäre schön. Schaut bei Facebook auch öfters mal rein. Und weil genau da eben die Action abgeht. Also eigentlich nicht, die geht ja hier auf YouTube ab. Aber auf Facebook poste ich halt, wenn es mal keine Videos gibt, wenn die Videos später kommen, wofür es halt so da ist. So eine Macke, Typ. Monsterjäger. So, dann haben wir das auch. Okay, wir müssen auf jeden Fall pennen gehen. Ob das jetzt so gut ist? Komm, wir riskieren es mal. Vielleicht kommt ja keiner um eine Ecke. Ah, haben wir Glück gehabt. So. Dann haben wir das auch. Und wir müssen... Ja, wir haben noch 8 Holz. Die werden wir hier mal noch eben versemmeln. Ja, wie gesagt, nach hier wird es dann eh breiter. Und ihr seht halt schon, ich baue nicht in den Berg unbedingt rein, sondern ich nehme den Berg komplett auseinander. Sodass ich quasi dieses Haus an den Berg anpasse. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier hoch. Da ist ein Enderman. Da ist noch eine Spinne. Die stirbt jetzt. Und da ist ein Skelett. Oh fuck. Jetzt kommt hier auf jeden Fall ein bisschen Spannung rein. Triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ein Bogen für uns, sehr gut. Der zwar nichts bringt mit unseren, mit einem Pfeil, aber ist egal. Okay, danke, lieber Creeper, Mann. Danke. Du hast mir jetzt sehr geholfen. Finde ich sehr schön. Hast sogar den Baum mit ein bisschen abgebaut. Das ist gut. Das ist okay. Wir sind nicht gestorben, haben irgendwie auch kaum Schaden gekriegt, habe ich festgestellt. Hier sind Setzlinge. Diesmal dran denken, dass wir die auch wieder einsetzen. Bei dieser wunderschönen Musik werden wir auf jeden Fall weiter Holz fällen. Verdammt. So nicht. So. Den Riss lassen wir jetzt hier mal so. Den kleinen Krater, den er uns da gemacht hat, der liebe Creeper. Weil wer weiß, ob wir nachher nicht sowieso alles abbauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Holzfällen müssen wir ohne Ende. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns, genauso wie Stein. Wir müssen auch mal einen Ofen machen. Und vielleicht uns so eine Art kleine Hütte machen, damit wir uns mal zurückziehen können, so zum Schlafen und sowas, weil das da oben ist ja nun doch ganz schön gefährlich, was wir da gerade fabrizieren. So, hallo?
Ach, das Holzstück backt irgendwo fest. Die Frage ist wo? Wahrscheinlich da oben, wo wir gerade nicht rankommen. Dann klettern wir mal noch ein bisschen höher. Ist ja alles sehr mysteriös hier. Aber sehr gut. Kommen wir von hier aus dann an die restlichen Bäume ran. Können wir uns nämlich von unten, von oben runterbauen. Jetzt habe ich's. So. Ach, die Sprache. Das ist wirklich total ungewohnt, Minecraft aufzunehmen. Vorher hatte ich ja nun Spiele so wie Spec Ops The Line, Call of Duty Ghosts. Könnt ihr ja auf jeden Fall mal gucken in der Playlist. Ha, kleine Werbung. Da musste ich nicht so viel reden. Da war das alles noch ein bisschen anders, weil man musste sich halt wirklich mehr aufs Spiel konzentrieren, konnte dann dazu mal einen kleinen Kommentar ablassen. Und dann war es das aber auch. Und hier ist halt Minecraft. Minecraft ist, glaube ich, so das beste Let's Play. Die beste Möglichkeit, um als Let's Player durchzustarten, auch so das Sprechen üben an sich. Quasi. So, wir bauen uns mal einen Ofen. Heiße Angelegenheit haben wir da auf jeden Fall. Hauen wir mal die ganze Kohle rein. Und machen uns, ja, was machen wir denn jetzt? Sollten wir erstmal hier das rohe Rindfleisch braten, weil essen haben wir jetzt so noch den Apfel, ein paar Chicken Wings und das war's. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Holz. Das ist Eichenholz, das ist Ficht. Ach, wir haben die ganze Zeit Fichtenholz abgebaut, das ist ja geil. Hammergeil, super, ne? Das ist scheiße. So, du störst. Das ist natürlich wieder der Nachteil. Wir haben jetzt nur Fichtenholz. Kein Eichenholz. Ich will Eichenholz haben. Eichenholz. Hier ist wieder Fichteholz so. Hier sind noch Äpfel. Und da sind ganz viele Setzlinge. Sehr gut. Dann werden wir die Eichensetzlinge setzen. So. Das ist, glaube ich, ein Geschenk vom Enderman. Da sind auf jeden Fall noch Eichenbäume. Eichendingens. Die nehmen wir mit. So. Genau. Nehmen wir die auf jeden Fall noch mit. Und wir müssen mal gucken. Ich muss mir erstmal einen Plan machen, was genau wir denn da jetzt denn bauen. Hier, ich bin übrigens auch immer für Ideen offen, ne? Also falls ihr mal spontan eine Idee habt, wo ihr sagt, oh, das will ich im Let's Play sehen. Und auf jeden Fall, klar, warum nicht? Warum nicht? Für Ideen, die ich richtig gut finde, die aber auch umsetzbar sein müssen, muss ich dazu sagen. Denke ich mal, dass ich die auf jeden Fall im Let's Play übernehmen würde. Vielleicht mit ein bisschen Anpassung. Je nachdem. Da müsste man dann halt schauen. So, wo war denn jetzt unser Häuschen? Da? Nee. Fängt schon mal gut an, so 3 Meter entfernt, weißt du? Direkt verlaufen. Direkt verlaufen, da nicht. Also hier quasi, da so. Autsch. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Holz. Bisschen mehr als letzte Mal. Auch eigentlich Blödsinn, jetzt schon den Fußboden zu verlegen. Man müsste ja erstmal hier so den Grundriss erstellen. Vielleicht nehmen wir auch einen ganz anderen Fußboden. Oder wenn wir Teppich reinmachen, man weiß es halt nicht. Ne? Man munkelt. So, wir brauchen... Was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier? Ach, das ist Fichtenholz. Ich will kein Fichtenholz. Ah, schwierig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zuschauer aus aller Welt.
Nein, Quatsch. In meinen Analytics habe ich gesehen, ich habe nur deutsche Zuschauer. Es hat auch noch nie jemand aus Versehen aus außerhalb von Deutschland meine Videos geguckt. Eigentlich schade. Das ist schade. Ich hätte gern mehr Zuschauer aus aller Welt, aber vielleicht sollte ich dann einfach mal in Zukunft ein englisches Let's Play machen. Wobei dann wahrscheinlich die wenigsten Deutschen wieder zugucken würden. Was auch wieder schade wäre. Weil ich will ja euch damit erreichen. Euch, also besonders dich. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier weiter abbauen. Wir müssen uns hier auch weiter dann reinbauen. Das Lustige ist ja, dass hier noch andere Etagen mit reinkommen sollen. Das hier ist quasi die unterste Etage, die unterste Schublade. Und dann machen wir hier oben. Ja, jetzt habe ich so voll die Idee. Aber die wird erst in der nächsten Folge umgesetzt. Deswegen stellen wir uns jetzt hier in diese Pseudo-Ecke und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.